Eins, zwei, drei, vier. Frau Steinhardt war ein Kinderschreck und furchtbar anzusehen. Sie brauchte Religion im Sitzen, Liegen und im Stehen. Sie lehrte von dem Jesuskind und der Gebote 10. Nur der dumme kleine Klaus, der tat das nicht verstehen. Jesus denn ein richtiger Mensch mit Händen, Füßen ziehen? Natürlich, Klaus, war er ein Mensch, tat auf der Erde gehen. Wenn er ein Mensch war, tat er Sünden, war er auch gemein? Nein, niemals, er war nicht gemein, er war von Grund auf rein. War Jesus denn Mann und hatte er ein Weib? Nein, er war keusch und ohne Lust, begehrte keinen Leib. Das kam dem Klaus doch spanisch vor, er tat ihr nicht recht trauen. Wenn Jesus alle Menschen liebt, wieso dann nicht die Frauen? Frau Lehrerin, dann war der Jesus schwul. Frau Steinhardt wurde erst blass, dann rot und kippte fast vom Stuhl. Sie brüllte, er ist Gottes Sohn und zog Klaus an den Ohren. Wer das nicht glaubt und nicht kapiert, muss in der Hölle schmoren. Männer nur wie ihn. Der Mensch wär glücklich und wir Frauen wären alle Rallye-Lehrerinnen.